Wir sind auf der Boot in Düsseldorf und ich habe mal meine Kollegin Sandra neben das Boot gestellt. Das ist so ein kleines bisschen wie die Streichholzschachtel oder das 5-Mark-Stück früher, was man irgendwo daneben gelegt hat, dass man auch mal die Größenverhältnisse sieht von diesem Boot. Hier ist der Frank, ich grüße dich, Frank. Hallo, moin, Frank Simonis. Ja, grüß dich, wir sind bei Beneteau. Das ist ein ganz großer, seriöser, renommierter Hersteller aus Frankreich, muss man sagen. Ihr macht das Ganze schon sehr lange, oder? Das ist richtig. Die Beneteaus und die Beneteau Group ist der größte Hersteller an Sportbooten weltweit sogar. Und wir sind jetzt bei der Marke Beneteau, stehen gerade vor dem brandneuen Grand Roller 62. Das ist das Flaggschiff unserer Marke und sind sehr stolz auch, dass wir sie hier in Düsseldorf zeigen können. So, wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Ich zeige mal gerade meine Kollegin, wenn du mal so lieb bist und mir mal die Schnürsenkel öffnest, ja. Ich komme nämlich nicht dran, ich habe beide Hände voll, nämlich mal den einen und mal den anderen. Das hat nämlich einen ganz gewissen Grund. Warum mache ich das? Ja, auf Yachten ist es natürlich so, dass wir nicht mit Straßenschuhen auf die Schiffe gehen. Einfach um das Schiff zu schonen, das edle Holz zu schützen und keinen Dreck an Bord zu bringen. Das ist auch Seemannschaft. Das machen alle, muss ich dazu sagen. Man geht nicht mit Straßenschuhen auf ein Boot. Man ist ja auch zu Hause, da zieht man ja auch nicht irgendwelche Gummistiefel an und läuft dann einfach rein und bringt den ganzen Dreck mit. Und deswegen habe ich das mal geöffnet. Das, ich sag mal, machen auch wirklich alle, die hierher kommen, die ziehen vorher die Schuhe aus. Das ist absolut Pflicht. Oder zumindest auf der Messe zieht man sich Überzieher über. Das geht natürlich auch. Das geht auch. So, und das ist ein großes Boot. Sandra, komm mal mit, dass wir das mal sehen. Es hat eine Besonderheit. Das ist jetzt ein Gleiter? Nein. Nein, der Grand Roller 62, den wir jetzt hier gerade sehen, das ist ein Verdränger. Ja? Das ist auch ein Trend, der im Moment immer mehr Hersteller auch aufgegriffen wird. Riesenvorteil bei diesen Schiffen ist, ich habe erheblich mehr Volumen, der mir sehr viel Wohnraum und Platz unter Deck bietet. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Ja? Ihr habt auch Gleiter. Also das bedeutet, wenn ich im Wasser bin, gibt es irgendwann mal da kann ich noch so viel Motorleistung haben, ich werde nicht mehr schneller. Ist das korrekt? Bei Gleitern ist es nicht. Nee, bei Verdrängern. Richtig, bei Verdrängern, da ist es begrenzt, ja, durch die Wasserlinie, durch die Rumpfform. Bei diesem Boot zum Beispiel hier, der 62er, da haben wir eine Maximalgeschwindigkeit von 20 Knoten und eine Reisegeschwindigkeit, für die es eigentlich konzipiert ist, von 12 bis 15 Knoten. So, das Ganze, ich fahre ja LKW, muss ich sagen, ja. Eurocargo. Besonders sparsam ist er zwischen 60 und 80. Das fährst du auf der Autobahn nicht. Da fährst du 87. Aber wenn ich mit dem 110 fahre, dann braucht er unglaublich viel Sprit, weil die Drehzahl steigt. Ist das hier genauso? Das ist bei Yachten ganz das Gleiche. Ja. So, das heißt, je schneller ich fahre, desto mehr Sprit verbrauche ich pro Seemeile. Kann man das sagen? Kann man ganz genauso sagen, ja. So, wir haben das Schöne, ihr habt diese Schiffe, jetzt mal ein Unterschied. Die Sandra hatte eine Frage, die musst du unbedingt beantworten. Wann ist es ein Boot und wann ist es ein Schiff? Und wann ist es eine Yacht? Genau, also ich sage einmal, für mich persönlich gehen Yachten ab 30 Fuß los. Ja, das kann man sagen, das sind so rund 10 Meter. Schiffe, würde ich sagen, fangen ab 25 Meter an. Alles andere ist ein Boot. Alles andere da unter ist ein Boot. Aber das ist immer Frage der Sichtweise. Es gibt auch Eigner, die finden ihre 8 Meter schon als große Yacht. Das ist alles relativ. Also das ist nicht in... Es gibt keine feste Regel. Es gibt keine DIN-Norm, ab wann ein Boot Boot ist. Nee, ja. Nee, so. Ihr habt ja unglaublich viel Aufwand gemacht. Sag mal, das Schiff hier, war das schon mal im Wasser? Das ist tatsächlich auf dem Wasserweg hierher gekommen, weil das kann ich nicht mehr über die Straße transportieren. Ja, das ist von Frankreich über den Wasser hergekommen. Und wie? Über den Rhein. Über den Rhein. Genau, über den Rhein und dann mit dem Big Willy hier auf der Messe vom Rhein an Land gebracht worden. Hast du schon mal gesehen, Big Willy, wie das geht? Na klar. Ist das cool? Das ist mega cool, ja. So, das heißt, das ist ein Riesenkran, der Big Willy, oder hebt ihr das aus dem Wasser raus, oder wie funktioniert das? Nee, der Big Willy hier in Düsseldorf, das ist ein sogenannter Travel Lift, ja, der kann ins Wasser hineinfahren. Das Schiff fährt zwischen den Trägern sozusagen rein. Dann werden die Gurte angezogen, wird angehoben und dann fährt er die schräge Böschung hoch. Das ist schon ein besonderes Modell hier in Düsseldorf,
weil das eben die schräge Böschung hochfahren muss. Hm? So, jetzt mal eine Frage. Das heißt, die Leute hier in Düsseldorf, die haben eine richtige Show auf dem Rhein, bevor die Messe losgeht, oder? Absolut. Das gibt sehr viele Zuschauer dabei, ja. Darf man da mal kurz drunter gucken? Ist das eine Holzkonstruktion oder steht es auf Stahlständern? Das oder? Steht auf Stahlständern natürlich. Klar. Okay. Warte, nur mal kurz mal gucken, weil das ist ja mal so versteckt. Das heißt, da ist eine riesen Stahlunterkonstruktion drunter. Ja, richtig. Was wiegt denn so ein Schiff? Das wird, die Schiffe liegen so um die, in der Größe um die 20 Tonnen. 20 Tonnen, okay. Das heißt, man könnte es sogar noch auf einem Schwertransport transportieren, aber man kriegt es ja nicht mehr Brückenbreite. Genau. Ja. Dann, es gibt einige Dinge, die man wissen muss, so Terminologie, zum Beispiel die Breite von einem Schiff, wie wird die genannt? Naja, im Prinzip Breite, ja, man unterscheidet nur... Nee, da gibt es ein englisches Wort, was immer draufsteht auf den Preislisten. Da steht drauf die Länge zum Beispiel vom Schiff und dann gibt es dieses, praktisch die nutzbare Breite, die draufsteht. Wir nennen das Breite über alles, ja. Das definiert tatsächlich die maximale Ausdehnung des Schiffes in die Breite. Ja, Breite über alles. So, ist der neu hier? Ist das ein Kundenfahrzeug oder... Dieses Schiff hier, das ist tatsächlich das Schiff, was wir hier auf dem Messestand haben. Das einzige, was verkäuflich ist, aktuell, sofort verfügbar. Die anderen Boote sind bereits alle verkauft, die hier stehen. Echt? Wir haben aber für dieses Boot bereits in den ersten 3 Tagen einige Anfragen. Und wir gehen davon aus, dass das in den nächsten 2 Tagen verkauft sein wird. So, wir haben ja den Vorteil, wir sind nicht unter Wasser. Wir können ein paar Sachen mal zeigen, die gehen. Ja. Die Boote sind sehr manövrierfähig. Vorne und hinten haben die hier so Schrauben dran. Ja, wie nennt man die? Genau, also hier stehen wir jetzt gerade vor dem Heckstrahlruder. Ja, das Gegenstück vorne am Bug nennt sich dann entsprechend Bugstrahlruder. Ist über Joystick ganz leicht zu bedienen. Ist wirklich easy, oder? Das ist wirklich easy, ja. So, das heißt, ich kann das Boot einmal um die eigene Achse fahren, oder? Genau, das kann auf dem Teller gedreht werden, so ein Boot. Ich kann seitwärts mit Hilfe dieses Heck- und Bugstrahlruders anlegen. Auf dem Boot ist unglaublich viel Hydraulik. Das sieht man hier, da sind Hydraulikpumpen und so weiter und so fort. Das hier ist eine schöne Anwendung. Ich glaube, hiermit lässt man die Spielzeuge rauf und runter, oder? Ganz genau. Wir stehen hier gerade direkt unter der Badeplattform, die gleichzeitig auch die Möglichkeit bietet, eben das Beiboot, was ich bei so einem Boot auch gerne dabei habe, sozusagen aus dem Wasser aufs Schiff zu kriegen. Okay, das heißt, ich fahre quasi im Wasser, hebe das hoch und dann kommt das Beiboot hoch. Ganz genau. Ne? Ich lasse also vorher die Badeplattform runter ins Wasser, dass sie wirklich unter Wasser ist, fahre mit meinem Beiboot über die Badeplattform, hebe dann mit der Hydraulik das wieder an und ich habe es aus dem Wasser. Also nochmal, ich kann eine Badeplattform so weit absenken, dass ich zum Beispiel bis zum Bauchnabel drin liege? Absolut möglich, ja. Das ist vor allen Dingen eine tolle Geschichte, wenn ich den tagsüber Badespaß haben möchte. Das ist sehr geil vor. Das ist krass, oder? Ja. So, sag mal, was ist das hier denn? Das hier sieht ja total spannend aus, ja? Diese kleinen Teile hier. Ja, hier stehen wir gerade vor den sogenannten Trimklappen. Ja, die verbessern die Situation der Lage des Schiffes, wie es sich im Wasser befindet. Ja. Mhm. Beispielsweise, ich habe 20, 30 Gäste an Bord, die sind alle auf einer Seite des Bootes. Ja, da würde selbst bei so einem Boot in dieser Größe, würde ich das bemerken, dass das Boot leicht schief im Wasser fährt. Nochmal, und diese kleine Platte ändert das? Diese kleine Platte ändert das, allerdings nur bei Fahrt natürlich. Okay, jetzt habe ich schon, das ist so ein bisschen wie das Leitwerk im Flugzeug, so ein bisschen. Ganz genau, so kann man es sagen. Krass, okay, also bei Fahrt, das habe ich verstanden. Das heißt, also wenn es ein bisschen im Wasser liegt, brauche ich nur ein bisschen fahren und dann ist wieder gerade. Richtig. Cool, und das kann ich alles von innen steuern. Hier sind wir drunter, hier sieht man eine schöne Sache, die Boote sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Das ist quasi unverrottbar, oder? Das ist quasi unverrottbar, ja. So, hält ewig oder gibt es da eine Lebensdauer? Also, wenn ich es vernünftig pflege, hält es wirklich ewig. Ja? Man muss aufpassen, der Feind vom GFK ist Feuchtigkeit. Ja? Echt? Es liegt doch im Wasser. Ja, ist richtig. Aber man muss trotz alledem aufpassen, dass gerade im Unterwasserschiffbereich zum Beispiel, wo es dauernd im Wasser ist, dass nicht in die Glasfaser was eindringen kann. Ja? Mhm. Da muss man
sogenannten Osmoseschutz aufbringen, um das zu verhindern. Ja? So, hier sieht man sehr schön, Opferanoden brauche ich hier nicht. Ich habe ja kein Stahlschiff, oder? Doch, auch Opferanoden brauche ich. Ja. Wie wir sehen, hier haben wir sie gerade. Ja, auch das ist Metall. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, dass mal meiner Kollegin mal erklärst, was das ist. Ja. Also, ich bin ja auf dem Salzwasser. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, oder? Nein, es ist grundsätzlich kein Problem, ja, aber es gibt ja so eine genannte Elektrolyse, wo im Prinzip Strom fließt, ja. Und damit das eben nicht das Metall des Schiffes angreift, gibt es die Opferanode, ja, die sozusagen dann die Schwachstelle ist. So, das heißt, das Material wird aufgefressen, das andere wird in Ruhe gelassen. Ganz genau. Das, und irgendwann, das ist der Plan davon. Irgendwann tauscht man das aus. So ist das, genau. Ist das wirklich so? Das ist irgendwann mal weg? Ja, genau so ist das. So, hier, wenn man kurz mal hier hinguckst, hier also diese Teile da außen. Das hier? Das ist die Opferanode. Okay, ja. Krass. Das ist dann im Prinzip ein Material, das wird aufgelöst. Also während der Elektrolyse wird das praktisch zerstört. Mhm. Und statt diesem Material hier, blöde Frage, alles aus Edelstahl grundsätzlich bei euch, oder? Das allermeiste ist aus Edelstahl oder Aluminium, ja. Sehr cool. Komm, wir haben ein bisschen was zu tun. Wir werden dieses Schiff ein bisschen ausführlicher mal zeigen. Also, weil wenn ich mal schon so einen Fachmann hier habe. Ich habe gehört, ihr habt relativ viele Ersttäter, also die vorher noch gar keine Yacht hatten, die viele blöde Fragen stellen. Und ich glaube, viele haben vielleicht Angst davor, ein bisschen blöd dazustehen. Und das Problem habt ihr aber nicht. Ihr seid also wirklich ganz offen, auch wenn jemand offen sagt, ich habe noch nie ein Boot gehabt. Also ja, wir haben natürlich sehr viele, gerade in den letzten 2 Jahren in der Corona-Zeit war eine Yacht einfach für die meisten Leute die Insel, wo man sich zurückziehen konnte, ohne dass man Probleme bekommen hat mit Corona-Restriktionen. Viele neue Kunden dadurch gewonnen und Angst haben muss keiner. Du bist ja super nett. Also ich habe dich eben so kennengelernt, hast gesagt, Jungs, ihr könnt mir jede Frage stellen, ich kann die beantworten, wenn es nicht gerade, was weiß ich, der Einspritzdruck des Dieselmotors ist. Ja. Genau, also das ist, ich sage mal, auch gerade ein Service, den ich gerne anbiete, den Leuten wirklich auf Wunsch alles abzunehmen, wenn er es möchte, oder zu erklären, wie es geht. So, was ist das hier, eine Lampe oder was ist das? Das ist einfach ein Auslass. Das ist hier der Bord vom Auspuff, der Auslass. Ach, das ist der Auspuff? Genau. Okay, verstehe. So, und das heißt, es gibt viele Auslasse. Ich habe schon ein paar Sachen gelernt, wie zum Beispiel, ihr habt einen Festtank für die Fäkalien und das geht in den Festtank. Man darf die aber sogar im Meer verklappen, habe ich gehört. Das ist also, stimmt das? Das ist erlaubt, ja. Das darf man. Das ist das Gleiche, was die Fische machen. Ich glaube, da macht es auch nicht so viel aus, also wenn es da abgelassen wird. Wenn wir jetzt hier davor stehen, das ist eines der größten Modelle, die ihr habt? Das ist unser Flaggschiff bei Beneteau. Echt, ja. Habe ich ja Glück, dass wir genau das jetzt mal schauen. Da haben wir Glück vor allen Dingen, dass wir es hierher bekommen haben. Da sind wir auch sehr froh drüber und wir freuen uns auch über die tolle Resonanz für das Boot. So, sag mal, so ein Typ wie du, ja, 2 Jahre keine Boot, ja, du scharst mit den Hufen, willst den Leuten gerne die neuesten Sachen zeigen, das war eine schlimme Zeit, oder? Das war allerdings eine schlimme Zeit, wir haben wirklich die Boot vermisst und freuen uns enorm, dass wir wieder hier sein können. Die Resonanz ist großartig, das ist ein schöner Start für uns, die Messe hier. Sag mal, wie kriegt man die Boote so nah nebeneinander, rollen die oder ich sag mal, ist da ein Stapler, der kommt, der die anhebt, oder? Ja, da gibt es sogenannte, wie heißen die, weiß ich hier gerade gar nicht genau, auf alle Fälle auf den Stahlträgern können die hier reingeschoben werden, ja, werden abgelassen, also vorher werden die Böcke drunter gesetzt, dann wird es abgelassen und das System fährt wieder raus. So, hier kann man es schön sehen, ihr habt es mal offen gelassen, viele haben es ja eingepackt, also es bedeutet, das wäre jetzt auch die Situation, ich habe es im Trockendock zum Beispiel, wenn irgendwas passieren sollte, das wird so ähnlich gelagert. So wird es auch ähnlich gelagert, ja. Das macht jede Werft ein bisschen anders, das ist eine relativ bekannte Möglichkeit, das so zu machen. Ja, hier sieht man auch sehr schön, da vorne ist jetzt das Bugstrahlruder. Das Bugstrahlruder. Genau. So, Bug und Heck, das habe ich schon verstanden. Wo ist links und rechts, wie heißt das am Boot? Naja, links ist Backbord, rechts ist Steuerbord. Gibt es da so einen Trick, wie man das sich gut merken kann? Fragen Sie den Falschen. Ich bin mit Kind von Kindesbeinen damit. Also links ist Backbord. So B,
B, B ist für Steuerbord, da würde ich links anfangen. Irgendwas fällt mir ein. Also ich habe meinem Sohn immer gesagt, ja, mit der Uhrzeit und der Uhr, da habe ich gesagt, links ist da, wo du die Uhr anhast. Ja, da haben wir ihm eine Uhr angezogen. Das ist euer Empfang. Ja. Hier darf nicht jeder so einfach rein. Also ihr habt das ein bisschen reglementiert, oder? Ja, wir haben das einfach gemacht, um es für jeden auch attraktiv zu machen, einen Messebesuch. Haben wir es so geregelt, dass die Hostessen, die jetzt im Moment gerade hier nicht sitzen, aber die, wenn sie da sind tagsüber... Es ist schon nach 18 Uhr, müssen wir sagen. Ja. Richtig. Und die helfen den Kunden, aber auch uns, das Ganze ein bisschen zu lenken, ja, dass der Kunde aus Spanien mit einem spanischen Händler hier vor Ort sprechen kann, der Deutsche mit den Deutschen aus der richtigen Region, ab Norden oder Süden. Dafür funktioniert das sehr gut. So, aber wenn man hier lieb fragt, dann ich sag mal, ist das auch kein Problem, dass man auch mal reinschauen kann. Ich meine, die Messe ist ja dafür da. Ja. Muss ich hier Angst haben, wenn ich mal sage, als Family, ich habe hier Interesse, ich will da mal gucken, wie läuft das ab? Das heißt, da wird jetzt jemand zugeteilt, darf ich selber gucken oder wie läuft das? Grundsätzlich läuft das so, also bis auf den Grand Troller 62, da haben wir Sonderregelungen für den Besuch. Alle anderen Boote können problemlos angeschaut werden. Wir versuchen natürlich, dass, wenn der Kunde Beratung wünscht, dass ein Verkäufer dabei ist. So ist das eigentlich geregelt, ja. Okay, es sind ja auch Werte drin, muss man sagen. Das Boot wird ja auch verkauft. Da möchte man nicht, ich sag mal, dass die Leute ganz unbedarft da reingehen. Dann ist vieles auch zu erklären, muss man sagen. Also viele Kunden kriegen auch nicht die Info, wenn sie mal da jemand dabei haben. Aber wenn man das sieht, das ist ein Haus. Kann man da sagen, ungefähr was kostet, wie es hier steht? Weil es ist ja zu verkaufen. Bei der 62 sagen wir so ungefähr über 2,1 Millionen. Es ist sehr abhängig von der Ausstattung. Ne? Es gibt eine sehr große Bandbreite. Sehr schön, du kriegst gerade einen Anruf, du bist ein gefragter Mann, muss ich sagen. Das war gerade ein Kunde, der will ein Boot kaufen. Aber den rufe ich zurück, den kenne ich gut. Abendtermine habt ihr auch schon mal? Also, dass es auch schon mal in die Altstadt geht oder sowas? Gibt es das hier auf der Messe? Selbstverständlich. Das heißt, ihr habt doch Spaß. Gerade Düsseldorf ist natürlich für abendliche Vergnügungen eine tolle Stadt. So, hier haben wir uns jemand, die Sandra war das allererste Mal heute in einer Luxusjacht. Ich war schon mal drin, war ziemlich erstaunt. Und das Erste, was also mich erstaunt hatte, ist, dass diese Yachten ja gar nicht so teuer sind. Also wenn man das mal vergleicht, also das Gleiche, ich kann ja hier anlegen, praktisch an einem Liegeplatz, High-End. Also zum Beispiel, was ist ein schöner Platz für dich? Jetzt für dich jetzt mal ganz persönlich, wo du sagst, da würde ich jetzt selber gerne liegen. Meinst du jetzt einen Ort? Ein Ort, ja. Im Wasser? Beispiel. Ah, okay. Also was im Mittelmeerraum beispielsweise, liebe ich die kroatische Küste mit den vielen Inseln. Das ist einfach ein Traumrevier. Im Norden ist eins meiner Traumreviere die Stockholmer Schärengarten. Da habe ich auf einer Fläche von, ich sag mal, 50 Kilometer Küstenlinie, fast 30.000 Inseln, kann jeden Tag eine Insel. Echt? Haben. Das ist mein persönlicher Traum. Nochmal, es gibt wie viele Inseln? Ich kann da selber hinfahren, habe ein Beiboot und kann zum Beispiel auf die Insel drauf, das darf ich. Ja, selbstverständlich. Ich kann mit meiner Yacht durch den Schärengarten fahren und kann jeden Tag mehrere Inseln alleine benutzen. Und das machen die Leute. Das heißt, auch zum Thema Spritverbrauch, viele brauchen ja für so eine Reise ewig, weil die immer wieder Zwischenstopps einlegen, immer ein bisschen fahren, da wo es mir gefällt, bleibe ich. Ein bisschen wie ein Wohnmobil, oder? Kann man sagen, ja. Ist so. Im Grunde. Also praktisch statt der Straße kann ich hier reisen. Dann brauche ich ja dafür, wenn ich sag mal, jetzt auf dem Binnengewässer fahre, brauche ich ja jetzt einen Binnenführerschein, aber die meisten machen den Seeführerschein. Macht der Frau und Mann alle einen Führerschein immer gleich mit? Nein, es macht nicht immer die ganze Familie. Das hängt immer sehr von der Motivation der Familie ab, wer es macht. Aber oftmals ist es nur der Mann. Manchmal, meine Frau zum Beispiel macht sogar noch einen Schein mehr, als ich habe gerade. Und du hast was für Scheine, hast du alles? Den Sportbootführerschein See und Binnen. Ja, damit bin ich unterwegs. Komm. Wir haben gesagt, du machst diese Führerscheine, und zwar beide. Ja. So, das ist jetzt kein Witz, ja. Und dann habe ich gesagt... Dann kaufe ich mir sowas hier. Naja, es geht ja nicht um das Kaufen. Man kann es ja auch chartern, man kann klein anfangen. Was ist das Kleinste bei euch? Wo geht es denn bei euch los, bei einem kleinen Bootschiff? Also generell bei Beneteau, da gehen wir bei der 6-7 Meter Klasse geht's los. Okay, und preislich kriege ich für 500.000 schon was? Selbstverständlich, ja. Okay, also es muss nicht immer eine Million oder mehr sein? Nein. Also bei Beneteau geht es im Prinzip
bei rund, lassen wir gucken, die Preise haben sich leider durch die Inflation ein bisschen geändert, bei rund 60.000 Euro. Ach nee, wir haben noch kleinere Boote bei 40.000 Euro los. Hm? So, und das Ganze hat übrigens Gültigkeit, was wir heute sagen, am 24. Januar 2023. So muss man sagen, Holzpreise sind explodiert. Das hier ist Teak, echt? Das ist Teakholz, ja. Echtes Holz. Aber auch was das Thema angeht, Holz ist extrem schwierig zu bekommen zurzeit. Und die Beneteau-Gruppe ändert gerade die Materialien. Wir haben in der Halle 16 auf einem Boot bereits das neue Material ausgestellt. Ein Kompositmaterial hat einen riesen Vorteil, weil es auch noch pflegeleichter ist. Und wir können es bekommen. So, und das ist vielleicht wichtig. Also Teak habe ich gelernt, musst du irgendwie einmal im Jahr musst du das pflegen. Sauber machen und so weiter, aber das hält per se mal sehr lange, oder? Also grundsätzlich hält es sehr lange, ja. Also das Holz, so wie wir es jetzt hier sehen, wenn ich nichts mache, bleibt es halt nicht so. Es wird grau, oder? Es wird grau, es ist das klassische Grau. Die meisten Leute kommen damit auch klar, weil es ist einfach maritimes Holzoptik in der Situation. Die neuen Materialien bleiben im Prinzip länger in der Farbe, so wie ich es bekommen habe, mal ursprünglich. Die halten die Farbe, die sind auch frisch und so weiter. Brauche ich hier für das Boot eine Kuh? Das ist gerade noch eine Bootsgröße, die tatsächlich auch eigene alleine fahren, also die genügend Erfahrung haben, brauche ich natürlich schon ein bisschen, aber ich habe eine Menge Hilfsmittel auch, die mir erlauben, so ein Boot auch auf engem Raum zu bewegen. So, wir gucken mal ein bisschen rein. Es gibt viele Stockwerke, die werden wir mal kurz erkunden. Ja. Wir machen das Boot mal ein bisschen ausführlicher, ja, die anderen können wir dann später schneller machen. Ja. Also wir kommen jetzt hier zum Beispiel in die sogenannte Crewkabine. Ja, falls ich eben einen Kapitän und eine Stewardess, gibt es auch. Oder ein Steward. Oder ein Steward, na klar. Die werden hier in der Regel dann nächtigen. Gleichzeitig hat aber auch das Konzept dieses Bootes ist so, dass wir diesen Raum hier, da ist nämlich eine Toilette, ein Bad und eine separate Dusche. Ja, warte mal, ich gehe mal rein. Man hört dich gleich nicht mehr. Es ist ein bisschen... es gibt so einen Punkt. Ich habe mit 1,75 Meter kann ich mich nicht stellen. Ja gut, da geht es ja gar nicht drum. Das ist hier ist eigentlich sehr, sehr, wenn du dich einmal arrangiert hast mit der Situation, hier kannst du prima drin schlafen. Das ist so ein bisschen Pfadfinderlager hier unten, oder? Ja, also ich sag mal, wie gesagt, es ist für die Crew gedacht. Aber dieses, gerade speziell dieses Bad und die separate Dusche, die hier gleich kommt, auf der rechten Seite. Warte, ich zeig das mal gerade. Das haben wir so oder so ähnlich übrigens überall gesehen. Also ja. du steigst da rein, mal größer, mal weniger groß. Die geht nach unten noch ein bisschen runter, ne? Da habe ich dann ein bisschen, also hier kann ich auch, ich bin 1,93, kann hier gut stehen, ist kein Problem. Also in der Dusche jedenfalls. Das ist cool, ja. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Und hier eine Besonderheit, die haben wir auch vor kurzem erst gesehen. Die Betten sind nicht übereinander, sondern sie sind quer versetzt. Das ist ja sensationell. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen bei meinen Kindern, ja. Ja, das ist auf diesem kleinen, engen Raum die beste Platzausnutzung. So, und hier links ist noch ein Schrank. Ein Badezimmer, Waschbecken, das war hier rechts, gell, auf der Seite. Richtig. Das heißt, Sie können... Waschbecken und Toilette ist hier, Dusche war ja da drüben, ne? So, und das heißt also, hier wird jetzt zerhäckselt bei dem Klo, sage ich jetzt mal. Da ist ein Motor drin, der macht das ein bisschen kleiner. Ganz genau. Das geht dann klein genug in den Fäkalientank. So, jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Der Motor, ist er dabei eigentlich bei dem Boot? Ja, der ist dabei. Ohne Motor kein Boot. Also hier in dem Preis, es war noch keiner da, der gesagt hat, hey, ich fahre ja gar nicht mit dem Boot. Sondern ich brauche es eigentlich nur, damit ich irgendwo in der Côte d'Azur liege. Sondern ich sag mal, das Schöne ist das Fahren, nehme ich an, oder? Ja, also gerade bei diesem Modell ist auch ein bisschen die Idee, dass der Weg das Ziel ist. Einfach, ich möchte eine schöne Zeit auf dem Wasser haben und muss nicht unbedingt in Höchstgeschwindigkeit von A nach B kommen. Ich kann schnell fahren, aber hier muss ich es nicht. Das Coole ist dabei... Der Weg ist, ist das Ziel. Das sind wir schon wieder beim Reisemobil so ein bisschen. Mhm. Die meisten, die gleiten dahin. Fischer Panda kenne ich auch. Ja. Das ist jetzt ein etwas größerer. Genau. Und das ist ein Stromgenerator, nehme ich an. Ne? Genau, das ist der Stromgenerator. Genau. Ich habe hier eine Wasserentsalzungsanlage. Wo ist sie? Ungefähr, Pi mal Daumen. Wenn du sie nicht findest, ist auch nicht schlimm. Da unten haben wir sie. Da unten ist sie. Das heißt, die kann aus dem Seewasser kann die Frischwasser machen, oder? Ja, genau. Deswegen ist das Tankvolumen auch nicht so riesig bei euch. Naja, so klein ist es ja auch nicht. Aber das Gute ist, wenn ich mein eigenes Wasser produziere, weiß ich, es ist sauberes Wasser. Ich weiß nicht, was ich in jedem Hafen aus der Leitung kriege. Mhm.
Bunker. Hier vorne siehst du MAN. Das war auch eine Neuigkeit für mich. Ich dachte, es gibt nur Volvo. Aber MAN bei den größeren Schiffen ist, glaube ich, gesetzt, oder? Ja, MAN ist eine sehr verbreitete Marke von Motorenherstellern bei großen Schiffen, ja. Und die Lebensdauer ewig, oder? Nehme ich an von denen. Die können ewig, ewig laufen. Weil die laufen immer, Drehzahl ist wahrscheinlich sehr gering, oder? Drehmoment ist das Thema. Genau, richtig. Ja, also gut gewarteter Motor kann auch 100 und mehr Jahre laufen. Ja, man kann einige Sachen hier vergleichen mit dem Thema Camping. Es ist genau das Gleiche eigentlich. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich 24 Volt Technik, Wechselrichter mit drin. Zum Beispiel Victron, was habt ihr hier verbaut zum Beispiel bei euch? Weißt du es? Wir haben Dometic-Systeme hier. Funktioniert. Ja, funktioniert. Mhm. So, klasse. Und das, was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Kühlwasser, oder? Das ist Kühlwasser für den Motor, richtig. Genau. Okay, und das ist der Luftansaugfilter, wie man es kennt? Das ist der Filter, ja. Und das ist die Abgasreinigungsanlage dann? Richtig. Ganz okay, genau. Siehst du, ich habe viele Sachen habe ich schon gefunden. Sehr gut. Da vorne ist noch ein bisschen Mastervolt mit drin. Das sieht man auch relativ oft, was da ist. Man kann es auch mischen, oder? Das teilweise. Ja. Das ist alles möglich. Wir müssen auch gerade schauen, wir hatten ja 2 Jahre jetzt auch Lieferkettenprobleme. Achso, ihr habt neue Lieferanten teilweise. Wir haben teilweise auch neue Lieferanten, richtig. Ja. Jetzt mal eine ganz kleine Frage. Ist das da eine Kamera, die hier dran ist? Das ist eine Kamera, richtig. Das ist ja spannend. Was hat die für einen Zweck, dass man irgendwas überwachen kann zum Beispiel? Das ist ganz klar. Dieser Motorraum ist ja natürlich Herz des Schiffes. Hier haben wir mit brennbaren Flüssigkeiten zu tun. Ach, ich kann von oben gucken, ob da alles in Ordnung ist, oder? Genau, ja. Wir haben hier auch eine automatische Feuerlöschanlage. Das ist, wie gesagt, die Kamera, die sowohl Video als auch Wärme mir zeigt. So, wir sind hier durch. Viel mehr Fragen habe ich nicht. Erstmal vielen Dank. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dich nicht nach dem Drehmoment vom Motor frage. Das kann man alles nachlesen, hast du gesagt. Ja? Dann hättest du dich nämlich mit den technischen Daten. Aber darum geht es gar nicht. Wir wollen mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Das hier ist ja jetzt noch nicht die Yacht von den, ich sag mal, Stars aus Hollywood, sondern das hier sind, ich sag mal, hart arbeitende Unternehmer zum Beispiel, die sich das leisten. Ja, absolut. Das ist noch kein, das ist keine Yacht unbedingt, obwohl auch es gibt auch sehr Stars, die solche Boote fahren. Also das ist. Ich will damit sagen, das ist jetzt, ich sag mal, erreichbar, wenn jetzt einer zum Beispiel fleißig war, hat vielleicht ein paar Eigentumswohnungen da und sagt jetzt mal, komm, ich bin jetzt so und so alt, ich will ja das mal machen. Es sind meistens ältere Leute, muss man schon sagen, die dann zu so einer großen Yacht gehen. Ja, also in dieser Bootsklasse würde ich schon sagen, dass wir so ab 50 aufwärts unsere Kundschaft hier haben. Mhm. Und das sind oft Unternehmer, die sagen, ihre Freizeit vernünftig suchen, okay, nutzen wollen. Ne? So, das war jetzt der Platz. Ja, ich muss ja irgendwie gucken, Frank, dass wir den Spannungsbogen aufrechterhalten. Wenn ich sofort in das Herz, ich sag mal, dieses tollen Bootes laufe, dann ist ja nicht mehr spannend. Und ihr habt euch hier entschieden für einen sehr, sehr offenen Grundriss. Ich kann von vorn bis hinten komplett durchgucken. Ja, also das ist eins der Ideen auch des Designers. Wir sind jetzt ja hier gerade im Cockpit-Bereich, im Heckbereich. Auf sehr vielen Schiffen habe ich die Sitzgelegenheiten mit dem Rücken zur See. Wir wollten hier einen Platz schaffen, der es mir eben ermöglicht, auf die See zu schauen. Habe aber auch gleichzeitig hier eine sehr große Fläche, wie man hier sehen kann, die ich mir auch bei Bedarf individuell gestalten kann. Ja, wir haben auch Kunden, die kommen mit ihren eigenen Möbeln, Lounge-Möbeln, gestalten sich diese Fläche so, wie sie möchten. So, ja. Wie werden die denn jetzt entsprechend gesichert? Es kann ja auch mal ein bisschen stürmen, oder? Ja, also die sind natürlich verschraubt mit dem Boden, ja, damit es eben nicht durch die Gegend fliegt. Ja, so, und hier ist nochmal ein Zugang noch zum Motor, nehme ich an, wo wir gerade waren, ne? Ja, hier tatsächlich ist gar nicht zum Motor, sondern zu dem Crewbereich. Achso, da können die direkt runter. Genau, das ist auch ein Notausstieg. Ja, ich habe die Möglichkeit, in den Bereich hier nach unten zu kommen, ohne bei schwerer See von außen einsteigen zu müssen, in den Crewbereich unten. So, hier vorne sieht man das sehr schön, dass da dürfte so Italien, was könnte das hier sein mit den Häusern hier, die Wand, die da steht? Das ist eine italienische Küste, richtig. So, wenn ich da jetzt stehe, könnte sein, wir lassen das mal offen, also ja, ja, was auch mal gezeigt wurde. Jetzt habe ich eine Crew und da war ich jetzt mal im Yachthafen, war dabei und die macht ja noch ein bisschen mehr. Die passt zum Beispiel aufs Schiff auf. Werden diese Schiffe oft nur von einem Eigner jetzt betrieben oder werden zum Beispiel vermietet, verchartert? Ja, es gibt natürlich verschiedene Modelle. Also klassisch ist das, als Eignerschiff hat es in der Regel einen Eigner.
der das für sich und seine Familie so einrichtet, wie er es möchte. Aber auch in der Charter kann ich solche Schiffe sehr bekommen und natürlich auch toll nutzen. Und es gibt auch, auch ein Modell, wo ich beides habe, da? Dass ich als Eigner das Schiff eben nur wenige Wochen im Jahr selber benutze und die restliche Zeit, um auch die laufenden Kosten niedrig zu halten, verchartert wird das Boot dann entsprechend. Okay, das heißt, die Crew ist dann wahrscheinlich fest angestellt und ich sag mal, dient denn auch den Gästen, die gerade an Bord mit sind, kochen die auch schon mal? Gibt es sowas auch? Selbstverständlich, ja. Also auf einer Yacht dieser Größe, wenn ich mit Crew fahre, habe ich in der Regel, bin ich mit zwei, also Kapitän, Skipper und meistens noch ein Bootsmann, der auch, oder ein Stewardess oder Steward, der auch kocht. Ja, man hat sehr viel Raum, sehr viel Platz. Hier eine ganz besonders interessante Lösung. Erinnert mich so ein bisschen an Japan. Du kannst nicht ganz so gucken, wie es ist. Es ist ein eigener Raum mit drin. Kann ich ihn absperren eigentlich? Gläser nochmal reinmachen? Genau, also hier haben wir jetzt auch, das ist eine Möglichkeit der Galley, also der Küche, die ich so bekommen kann als komplett offen oder eben geschlossen mit Scheiben und dann, die ich dann öffnen kann mit Schiebefenster. Mhm. Ich zeig mal gerade. Also hier vorne ist ein Preisschild, ich darf es mal kurz zeigen. Ja. Also Kaufpreis ab 1.998.248.000 Euro, da würde ich jetzt fast sagen, komm, Die 2.000 Euro lege ich noch drauf, also rund 2 Millionen Euro. Du sagst aber, man kann sich das auch schön machen. Kann man auch, ich sag mal, das Schiff haben zum Beispiel zum doppelten Preis? Geht das, wenn ich alles reinmache? Na, so weit kommen wir nicht, aber ich könnte es, sage ich mal, bis auf 2,8 Millionen, denke ich, aufstocken. So, also ich kann zum Beispiel, was ist immer gerne genommen? Selbstverständlich. Klimaanlage, das ist ein wichtiges Thema. Ein Generator, die besprochene Entsalzungsanlage, also den Watermaker. Ja. Das sind jetzt Basics. Also die hat man dann je nachdem, wenn ich natürlich unterwegs bin, will ich autark sein maximal. Ja. So ein Thema, ein großer Tank, Diesel auch schon mal? Ja, der ist sowieso dabei. Wie viel geht rein? 8.000? Nein, um die 2.400 Liter. Hm? Okay, damit komm ich auch schon einiges weit. Ja, wir gucken gleich mal rein. Also es ist so denn wir haben uns darauf geeinigt, ich frage dich nichts. Und es ist auch so, nachgucken können wir immer noch, denn ist es so, man kann viel konfigurieren. Alle Schiffe, ihr habt wie viele verschiedene Schiffsmodelle habt ihr insgesamt? Ungefähr, wenn du mal alles in allem guckst. Meinst du jetzt vom kleinsten? Vom kleinsten bis zum größten. Wow, also die Marke Beneteau selber, wo sind wir denn hier? Ich muss mal kurz, 25 Modelle. So, und die alle auswendig zu können mit allen Details, ganz ehrlich. Ja. Da bist du froh, wenn das kommt. Aber es ist ja oft so, dass die Kunden, das ist ganz interessant, die kommen teilweise schon hierher, hast du mir erzählt, und die sind oft informierter als du selber, weil die teilweise die Prospekte auswendig gelernt haben, oder? Das ist in der Tat der Fall, weil wir müssen alle Schiffe im Prinzip kennen, aber man kann sich nicht, also ich kann es jedenfalls nicht, alle Maße merken. Aber der Kunde, der sich speziell für ein Boot interessiert, ist doch relativ häufig, der weiß dann im Detail manchmal sogar mehr. Oh, ich zeig das mal gerade. Also wir haben Induktionsherde hier mit dabei. Dann nette Details, die ich noch nie gesehen habe. Das sind Anti-Rutschmatten für Töpfe. Kann man die trotzdem betreiben währenddessen? Oder ist Nein, das nur, damit die nicht runterfallen? Das ist nur, damit sie nicht runterfallen. Ja. Was ich gesehen habe, ist ein Stahlgestell obendrauf, damit man die Töpfe, die draufstehen, zum Beispiel festzurren kann. Das habe ich vor kurzem gesehen. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Ja, also, na klar, das gibt's auch. Also da kann man die Töpfe einklemmen, dass sie während der Fahrt auch nicht weggehen. Dann hier unten ist es, das ist wahrscheinlich eine Kombi-Mikrowelle. Genau, das ist eine Mikrowelle-Grill, eine Kombination, ja. Hm? So, wie wird das hier geöffnet? Also das heißt, man dreht es hoch? Genau, ne? Also hier kommt es im Grunde darauf an, generell bei allen Schränken, dass das seesicher ist. Das heißt, dass sie auch bei starkem Seegang, dass die Schränke nicht auch sich von alleine öffnen. Deswegen ist ein sicherer Verschluss extrem wichtig, ja. So, und das hier sieht aus wie Mineralstoff, der oben drauf ist. Richtig. Ja, könnte sein. Ja, also so eine Art Speckstein, kann man sagen, aber aus Kunststoff, also so gefühlt. Ihr könnt damit quasi alle Formen rausfräsen, die ihr wollt und genau, so weiter. Genau, also auch hier sieht man zum Beispiel, haben wir so eine kleine extra, eine Kante, ja. Ich sage mal, zu Hause würde man es glatt lassen. Hier haben wir eine kleine Kante, das heißt, wenn sich das irgendwas verrutscht, dass es nicht gleich runterfällt. Ja, ja, und das Wasser auch nicht runtertropft dann. Wenn, könnte ja mal sein, ich habe das Wasser, ja, jetzt kommt die Welle, ja, so weiter, ja. Hier ist noch eine kleine Besonderheit, wo wir gerade in der Küche sind. Ja, hier haben wir den Abfalleimer.
Oh, spannend. Ja, und die Idee ist auch hier, dass ich eben den Müll nicht wieder durchs Schiff bringe. Um ihn zu entleeren, mache ich das von draußen. Echt? Ja, ich habe hier hinter der Scheibe, hier unten habe ich den Zugang, kann dort den Müll entnehmen und... praktisch, oder? Draußen, ja, absolut praktisch. Also so. Generell bei dem Boot, der Designer hat uns jetzt vor der Messe nochmal auch seine Ideen erzählt, ist dieses Boot im Grunde ein Boot, was das Ergebnis von 30 Jahren Beneteau-Trawler-Geschichte ist. Hier sind wirklich alle Details so durchdacht, dass ich Dinge, sag ich mal, nicht von vorne nach hinten bringen muss, wenn ich sie benutze, sondern alle an ihrer Stelle ihren Platz, wo sie sein sollen, wo ich sie brauche. Das ist schon super gemacht hier. Sein Credo ist im Grunde Funktionalität zuerst und dann Design. So, und das Ganze, das merkt man auch richtig schön, das ist alles sehr schweres Material. Wenn du mal kurz mal anhebst bitte, Sandra, und mir mal sagst, ist das schwer? Ja. Okay, das ist alles heavy, das soll ja auch nicht gleich losfliegen. Tiefe, es ist wie zu Hause, sagen wir mal so. Also diese Küche ist, wie man das kennt, es ist zweckmäßig, ist jetzt auch kein mega Bling-Bling, sondern das ist einfach hochwertiger Standard. Das könnte eine Eigentumswohnung sein, Loft, wo ich hier irgendwo bin. Aber so hat man es auch zu Hause, oder? Ja, also gerade auf diesem Boot ist es, hat auch eine entsprechende Fläche, wo man sagen kann, hier kann ich auch wirklich drauf wohnen. Auch solche Eigner haben wir. Ja, die tatsächlich... Vollzeit, oder? Teilweise. Oder Teilzeit, ein halbes Jahr mal oder so. Ja, nee, sogar ganzjährig. Also auf so einem Boot kann ich auch ganzjährig meine Zeit drauf verbringen. Das ist genial. Da träumen viele von, ne? Ja, absolut. Ja, es ist auch ein kleiner Traum von mir irgendwann. So, und wir können das mal sehen. Hier vorne hast du ganz viele Dinge, die natürlich anders sind. Im Wohnmobil, da muss ja alles auf einen Millimeter sein, aber hier teilweise auch. Das sehen wir gleich wahrscheinlich im unteren Bereich, also wenn man schläft. Das ist ein Tisch, den muss man kurz erklären. Wie funktioniert der? Also hier ist der Gedanke, also wir wollen bei diesem Schiff tatsächlich den Wohn- und Essbereich getrennt haben. Ja? Also den Lounge-Bereich hinten bei den Sofas, die wir da schon gesehen haben. Hier haben wir den Essbereich. Ich habe hier die Möglichkeit, diesen Tisch, ich mache das gerade mal, so auszuziehen. Ja. Das hätten wir nie gefunden, 100%. Ja. Also ich kenne schon ein paar Varianten in Wohnmobilen, aber das genau. Ist ja nochmal. Also hier haben wir jetzt den Tisch so, dass man hier schön dran sitzen kann. Dazu haben wir an der Stelle, wo es sein soll, die Möglichkeit, Stühle, die sind jetzt leider nicht mit auf die Messe gekommen, aber die passen hier genau rein, dass wir hier noch 4 Stühle dazustellen können. Ja? Sehr, sehr, also falls mal Leute kommen, also ich habe Gäste. Genau, also aber es findet halt seinen Platz. Die sind hier drin und so kann ich wirklich nach dem Essen ganz entspannt in die Lounge-Area rübergehen, mir es gut gehen lassen und vielleicht die Teller ein bisschen später abrollen. So, und das heißt, du hast es eben schon erwähnt, also es hier ist ein Schiff, das kann der Eigner auch selber fahren. Ist das schwer, so ein Schiff zu steuern eigentlich? Oder ich sag mal, wenn man ein bisschen begabt ist, weil das sieht ja schon sehr aufregend aus, wenn ich das hier sehe. Dann gucke ich hier raus, hier kann ich nicht durchgucken, weil die Liegen im Weg sind. Die macht mal runter vorher, ne? Ja, die Liegen machen wir meistens runter, ja, obwohl so könnte man auch noch gerade gucken, wie sie gerade sind. Generell das Steuern einer Yacht dieser Größe, ja, man braucht ein bisschen Übung, ja, das ist schon richtig. Aber ich habe sehr viele Hilfsmittel, die mir helfen, das auch zu beherrschen. Ja, es ist also keine Raketenwissenschaft. Ich habe die ganze Zeit moderiert in vollkommener Unwissenheit, muss ich sagen. Das Coole ist, diese Systeme haben immer so einen Demo-Modus, wo die mal ein bisschen was zeigen können. Ein Tiefenmesser ist hier mit drin, ein Sonar habe ich schon gesehen. Dann meistens ein Radar, hat man das auch schon hier? Ja, Radar ist bei so einem Schiff dieser Größe eigentlich Pflichtprogramm. Das bietet mir schon eine große Sicherheit, also bei Nebel, schlechter Sicht und in der Nacht. Ist das hier Fly-by-Wire schon oder ist das irgendwie direkt verbunden mit dem Ruder? Nein, wir reden hier über elektronische Steuerung, ne? Das ist Fly-by-Wire, ja. Also, das heißt, Autopilot geht auch? Klar, Autopilot. Das habe ich ja nicht gewusst. Ja, sag's ja. Also, Autopilot ist eigentlich Standard bei einem Schiff dieser Größe. Ja, okay. Wir haben auch dazu, hier sieht man es vielleicht, so eine Joystick-Steuerung. Ja, hier kann ich im Prinzip intuitiv das Schiff auch steuern. Ja, also als beispielsweise, ich möchte seitwärts anlegen, brauche ich den Joystick hier nur so rüberdrehen. Rüberschieben. Achso, das Schiff macht dann beide Motoren gleichzeitig in die gleiche Richtung? Ja, so fährt das Schiff wirklich seitwärts, ja, umgekehrt genauso. Oder ich möchte das Schiff auf der Stelle drehen, dann drehe ich diesen Drehknopf. Echt? Das Schiff dreht sich auf der Stelle. Das gibt es schon länger, oder? Nehme ich an. Das gibt es schon länger, ja, ist richtig. Ne? Okay, was ist das hier für ein Ding, das da?
Das ist die Bedienung von dem Display hier von Raymarin? Genau, das ist richtig, hast du gut erkannt. Okay, ich habe es vermutet, ich habe es nicht gewusst. Und das Lenkrad hier, das ist wofür? Ja, das ist das Steuerrad an sich, na klar, um das Schiff in die Richtung zu lenken, wie ich es brauche. Ja? Das bedient im Prinzip das Ruderblatt. Wir haben es vorhin, als wir unterm Schiff waren, vielleicht kurz gesehen. Aber wenn du es jetzt bewegst, passiert dahin gar nichts, weil der Strom aus ist, oder? Nehme ich an. Richtig. Okay, verstanden. Also bei den alten Schiffen, beim Ruderboot ist ja anders. Da ist ein Griff, der ist dran. Aber das System ist immer das Gleiche. Das ist das Gleiche. Es ist im Grunde alles Hydraulik gesteuert, ja. Und hiermit steuere ich die Pumpen letztlich an. Mhm. So. Was ist das da? Genau, das ist jetzt das Bug- und Heckstrahlruder jeweils. Also wenn du es nicht hier rüber steuerst. Genau, also dieser Joystick sozusagen, der benutzt das, die technischen Gegebenheiten wie Bug- und Heckstrahlruder. Ist ein Bussystem und dann sagt er dem, mach mal hier das. Und Backbord und Steuerbordmaschine, wir haben ja zwei Maschinen, die können, eine Maschine kann vorwärts, die andere rückwärts laufen. Und der setzt im Grunde diese vier Einheiten um, dass es funktioniert. Und das ist ja kein Spielzeug, das ist wie in der Luftfahrtindustrie, das muss immer funktionieren. Das ist wahrscheinlich dieselbe Technik wie auf ganz großen, teilweise auch auf entsprechend kommerziellen Schiffen, oder? Im Prinzip kann man das genau so sagen, ja. Richtig. Und das heißt sehr zuverlässig. Also das habe ich so wahrscheinlich. Ich dachte mal, die Schiffe wären viel teurer. Also wenn du hier so eine große Yacht siehst, habe ich mir gedacht, oh, die kostet bestimmt 10 Millionen oder so. Mhm. Ist das so, wer da, ich sag mal, keine Erfahrung mit hat, denken die meisten, es wäre teurer als angezeichnet? Also ich sag mal, Besucher der Messe, die sonst noch überhaupt nichts mit Schiffen zu tun haben, die denken es vielleicht. Ja, ja. Habe ich dir gerade eben noch erzählt. Ich weiß. Ja, das ist, mag sein, ja, das ist so. Die Leute, die sich ein bisschen mit Schiffen auskennen, selber vielleicht schon eine hatten, haben vielleicht zumindest eine gute Idee, wo es ungefähr ist. So, sehr schön. Also das ist der Steuerstand. Hast du noch Fragen? Nee. So, alles glücklich. Dann ist daneben. Ist da noch eine schöne Couch, denn könnte ja sein, die Frau, der Mann, der lieber zuguckt, will ein bisschen Spaß haben. Oder es ist auch ein sehr, sehr schöner Platz zu liegen. Man kann sich schön vereinzeln, man hat überall seine Ecke, oder? Ja, also grundsätzlich, gerade dieser Platz hier am Steuerstand, das ist eigentlich der perfekte Platz für ein Pärchen, über die Weltmeere schippern oder im Mittelmeer oder wo auch immer, auf welchem Revier sie sind. Hier kann man schön beieinander sein, man kann relaxed hier sein. Für uns ist das Herz des Schiffes hier. Ja, also neben dem Maschinenraum, der das Ganze betreibt, aber es ist hier einfach, das ist ein sehr schöner Platz. Also es ist ein wunderbarer, schöner, offener Blick, muss man sagen. Und das gefällt mir gut. Dann ist hier vorne ja ein Platz, hier kann ich auch gleich rausgehen. Was hat das für einen Namen hier, dieser Platz hier, da wo man liegt? Du meinst jetzt vorne? Da vorne. Das ist das sogenannte Vorschiff. Ja. Hier habe ich eine entsprechende Sonnenliege, die ich schön nutzen kann. Ich kann mir die Kopfstütze hochfahren. Und das ist noch ein kleines Gimmick, was wir hier haben, dass wir vorne noch mal einen extrem schönen Platz haben, wo man während der Fahrt sitzen kann und die Wellen und den Wind genießen kann hier vorne. Titanic so ein bisschen, ja. Das heißt, ich kann hier gucken, bin hier vorne. Also nicht jetzt wegen dem Sinken, sondern wegen Kate Winslet. Das ist ja das, was jeder kennt. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen. Du wirst lachen, genau das habe ich heute einem Besucher hier erzählt. So, da bist du jetzt. Sie ist ziemlich happy. Das ist auch der Grund, warum ich hier auch nicht jeder drauf darf. Weil hier auf dem Schiff hier, da kannst du abstürzen. Und dann, wenn du hier runterfällst, ich zeig das mal gerade, da ist normalerweise Wasser, das wäre schon gefährlich genug. Aber hier Beton oder hier Platten, das ist nicht so witzig, oder? Das ist richtig. Ne? Bei der Größe dieses Bootes ist immer ein Verkäufer oder Mitarbeiter der Werft dabei. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir hatten einige Schiffe, da sind wir nicht lang gegangen, weil die waren so steil und so eng. Wenn der halt ins Wasser fällt, ist erstmal nicht so schlimm. Aber. Ja, das ist recht. Ich will dir gerade hier nochmal, wo wir gerade hier vorne stehen, nochmal zeigen, dass wir hier auch zum Beispiel hier, es findet die Ankerkette. Sandra, guck mal hier rein. Also, dass du einmal kurz reinguckst. Da sind die Ankerketten drin. Ja, hier findet die Ankerkette ihren Platz. Die sind, hier haben wir 60 Meter Ankerleine. Ja? 60. Kette, ja, richtig. Und noch ein bisschen Leine hinten dran auch noch. Und auf der anderen Seite habe ich hier auch noch Platz.
richtig viel Platz mit Leiter für Fender und Leinen und was man an Dingen so braucht. Und das Fender sind da, glaube ich, diese Gummidinger an der Seite, oder? Genau, Fender sind die Gummidinger an der Seite, um das Boot, sage ich mal, zu schützen vor der Betonwand der Kaimauer oder auch vor den anderen Booten, die neben einem liegen. Okay, das ist also Gummi, das reibt sich nicht ab. Wenn man hier jetzt dreht, ist das lange? Gibt es da eine Kurbel oder wie funktioniert das hier, das ab? Nein, die Ankerkette wird über eine Elektrowinch, die wir hier sehen, hochgezogen. Elektrisch? Genau, das wird rein elektrisch. Ist passiert da schon mal, dass die, ich sag mal, sich irgendwie verwirrt oder sowas, dass man das mal machen muss, oder ist das selten? Das ist höchst selten, kann schon mal passieren, aber ich sag mal, im Prinzip fast nie. So, du bist jetzt Händler, muss man sagen. Du betreust aber auch die ganzen Händler hier. Du bist quasi so Markenbotschafter und Spezialist für diese Boote. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da einen Showroom bei den Händlern, wie bei den Autohändlern? Da stehen 5 Boote oder wie läuft das? Ja, es gibt es. Also nicht für jedes Modell. Ich sage mal, beispielsweise die Yacht hier hat man nicht unbedingt als Händler auf Lager. Auf Lager. Wobei es auch Händler gibt, die das haben. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen. Die anderen Modelle, die wir hier auf dem Stand sehen, ja, die haben wir, haben die Händler sehr oft bei sich im Hafen oder in einem Unternehmen stehen. Mhm. Also ist die Messe ist ja schon gesetzt. Also wenn ich mich hier informieren will, am besten eine ganze Woche kommen, oder? Weil wenn ich mir die Boote genau angucken will, ich brauche hier für so ein Boot, wir sind 45 Minuten dran, wir waren noch nicht mal richtig. Das hieß, das ist mal ein Test, weil wir wollen ja auch mal Leuten, das Stauraum? Hier Stauraum, hier sind gerade diese besprochenen Fender zum Beispiel, ja. Ah, die Gummidinger an der Seite. Die Gummidinger an der Seite, ja, die nennt man Fender. Hier habe ich beispielsweise 2, die ihren Platz hier finden. Auf der anderen Seite auch nochmal 2. Sandra, wenn du gerade mal so einen mal ganz kurz nur mal anhebst und mir mal sagst, wie schwer die sind. Genau, wenn du mal kurz leichter mal zeigst. Leichter als die Platte da in der Küche. Leichter als die Platte in der Küche, okay. Ist ja hauptsächlich Luft. Okay, verstanden. Ja, ist das so Gummi oder was? Hier? Ja, das ist so Gummi. So, und damit das Schiff nicht beschädigt wird, ist es dann hier drin. Ich danke dir erstmal für deine Zeit, die du opferst. Aber ich glaube, wenn wir das Video wirklich detailliert haben, dann gehen wir jetzt mal hoch. Unten sind die Schlafräume. Genau, wir gehen jetzt mal kurz runter. Du kannst ja mal hochgehen, wir erkunden mal. Ist da oben ein Kunde von dir? Ich frage mal gerade. Nein, also wir sind ja schon nach Messeschluss, also passt. Sollte keiner mehr da unten sein. So, sehr schön, dann gehen wir mal runter. Das sind die Schlafräume. Das ist der. Da würde jemand warten. Genau. Ist das der Haupt? Das ist ein Mitarbeiter von Beneteau. Also alles klar, der will zumachen, oder? Ja, er bleibt hier, du machst zu. Okay, mach verstanden. Sag mal, das Licht aus. Ist das hier der Hauptzugang? Gibt es diesen Zugang? Das ist der Hauptzugang zu den Kabinen unten, richtig. Okay, wenn ich jetzt nicht so gut zu Fuß bin, ist das falsche Schiff oder kann man das ändern? Etwas breiter die Stufen oder so? Nee, das ist so. Nein, das ist so, ja. Also ich habe hier aber überall Möglichkeit, mich gut festzuhalten. Ich sehe das jetzt nicht als Problem. Nee, ich frage ja nur. Also es ist ja so, ich bin ja bei Wohnmobilen viel gewöhnt, muss ich sagen. Und der Aufgang hier, das ist okay. Also was wir eben festgestellt hatten, wir hatten ein Boot von einem Marktbegleiter. Da muss ich wirklich eine Story erzählen, wenn du sie mal erzählst. Da kam ein Mann. Genau, da kam uns ein Mann entgegen und das war der Sven. Nee, da waren so viele Spiegel und man wusste nicht, ist das jetzt ein Raum oder ist das halt ein Spiegel? Nee, ich meinte der Boden, der so... Ach so, der ganz slippery war. Also es gab einen Boden hier und wir waren mit Strümpfen da und der war so wie eine Eisfläche. Okay. Im Wohnraum, habe ich noch nie gehabt und die haben den wahrscheinlich vorher behandelt. Okay. Und das oft ist es ja so, dass es 11:55 ist, wenn du hier die Boote ausstellst. Sie werden gerade fertig und alles kommt. Das war schon ganz schön viel, also das wirklich auf den Punkt. Wie lange steht das Boot hier schon? Na, das Boot ist seit letzte Woche Montag hier. Also eine Woche schon ungefähr, ja. So, und es gibt ja eine Reihenfolge. Du kannst ja nicht einfach jedes Boot hier reinfahren, oder? Nee. Da gibt es eine strikte Reihenfolge, dass das logistisch überhaupt funktioniert in den Hallen. So, jetzt sind wir hier. Ist das alles komplett Holz? Weil ich sehe hier so. Das ist Furnier hier. Echt Holzfurnier? Genau. Ja. Na, aber es hat auch einen Hintergrund. Ich könnte das natürlich selbstverständlich aus Vollholz machen. Dann würde aber so ein Schiff einfach zu schwer werden. Mhm. Ja. Und es bietet sich einfach an, es so zu tun. Das funktioniert auch gut. Das funktioniert sehr gut. Das ist der Stand der Technik. Jetzt geht man hier rein und jetzt merkt man direkt, was mir aufgefallen ist. Es ist sensationell, wenn du mal kurz reinkommst. Komm mal rein, mach mal die Tür zu. Und es ist ja draußen auf der Messe und dann bist du hier drin.
Und ich kriege das auf dem Richtmikrofon so krass mit, ja, wie laut es da draußen ist. Ja. Du denkst, es wäre leise und du bist nur am Schreien auf der Messe. Und hier drinnen, wir sind mitten auf der Messe, ist totale Ruhe. Ist totale Stille hier, ja. Hier ist meine Rückzugsinsel sozusagen. Ist doch krass, wie leise das ist, oder? Ja, super, oder? Das ist ein guter Test, so eine Messe, um den Leuten auch mal zu zeigen, guck mal, hier hörst du nichts, oder? Absolut, ja, das ist auch eine Sache, die ich gerne zeige. So, was ist das für ein? Ja, das ist jetzt, das ist jetzt einfach ein, unter anderem ein Hängeschrank. Hier kann ich Kleider und ähnliches oben reinhängen. Oben habe ich die Stange. Ich hab hier, wenn ich mal einmal, ich mache mal hoch, Platz, sage ich mal, auch um Koffer und ähnliches unterzubringen. Stauraum ist auf diesem Boot hier noch und nöcher überall. Jede Ecke ist wirklich ausgenutzt. Da darf ich ein großes Kompliment machen. Das ist ein Designentwurf, der mir unglaublich gut gefällt, weil er nicht so aggressiv ist. Okay. Er ist sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das Weiße mit dem hellen Holz, diesen freundlichen Farben, ein bisschen Braun noch mit dabei. Ja, weißt du, man fühlt sich wohl, ne? Ja, weil ich habe ganz viele Sachen gesehen, unglaublich Design, als ist morgen kein Ende mehr, ja, als wäre es eine Kunstausstellung. Ja, das ist gerade bei diesem Boot, also auch die, ich weiß nicht, ob ich es schon vorhin gesagt habe, aber bei diesem Boot geht es erstmal um die Funktionalität. Du hast gesagt, ja. Ja, okay. Dann danach um die Schönheit. Und ich finde, die haben es einfach perfekt hier kombiniert. Der Designer hat wirklich einen guten Job gemacht, ja. Ich finde auch die Anordnung des Bettes, finde ich, toll, ja. Weil du unglaublich viel Raum dadurch gewinnst. Du hast hier eine richtige Durchgangsbreite. Der Teppich hier, ist das jetzt ein Messeteppich oder ist Nein, der auch? Das ist ein Teppich, den ich so mitbekomme beim Bootskauf. So, und die Festhangtoilette, die Höhe kann ich ja bestimmen, oder? Wenn ich die jetzt ein bisschen höher haben will, die Toilette? Nee, da in diesem Fall jetzt das Modell, das muss tatsächlich so stehen. Okay, verstehe. Kann ich nicht an die Wand schrauben. Wenn man gerade, du bist da, ja... Muss da unten stehen, ja. Okay, es gibt ja auch so Beinlängen, die irgendwie kommen. Ja. Also das sehen wir dann. Ja. Echt Glas duschen hier in dem Fall? Ja. Okay, ausschließlich, oder? Ja. So. Wir sind übrigens hier, nur zur Info, in der VIP-Kabine nennt sich das hier vorne. Ja, weil dieses Schiff ist jetzt, ist eine Dreikabinen-Version. Da ist in dem Fall das hier sozusagen die Gästekabine für die wichtigsten Gäste an Bord. Die Eignerkabine finden wir nachher mit Schiffen. Das ist noch gar nicht die große. Nein, das ist die mittelgroße. Das ist die mittelgroße mit dem besten Ausblick nach vorne. Ja, das kannst du einmal hier und einmal da. Also wir haben ja schon viele, viele Boote gesehen, viele Schiffe gesehen. Jedes ist ein bisschen anders. Würdest du sagen, dass der Geschmack in Frankreich ein anderer ist wie in Deutschland? Oder sind die eigentlich für den Weltmarkt gebaut? Also diese Boote sind definitiv für den Weltmarkt gebaut, ja. Weil ich weiß nämlich, also zum Beispiel in der Türkei, in Russland, alles ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr barock. Ist das immer noch so teilweise? Dass die Kunden, die aus anderen Ländern kommen, sagen, hier, ich hätte gerne das Holz anders. Geht das, andere Holzfarbe, geht das? Also wir haben hier auch eine zweite Möglichkeit. Also es ist, ich kann nicht jedes Holz hier wählen, aber ich habe hier Alternativen. Ja. Okay, also auch gerade was die Stoffe angeht, da habe ich viele Alternativen, was die Bepolsterung angeht. Beim Holz selber haben wir zwei Alternativen. Okay, das heißt doch sehr fertiger, damit das Schiff nicht am Ende des Tages 5 Millionen kostet, ja, das ist ja, glaube ich, wichtig, oder? Genau das ist der Unterschied, ja, also um ein Schiff kostengünstig bauen zu können, ja, ist halt der Serienbau, da hat man gewisse Einschränkungen, ja, das unterscheidet uns in dem Fall auch von anderen Werften, weil wir haben hier für das, was ich bekomme, sehr, sehr, sehr viel Schiff. Ich kann ein Schiff gleicher Größe auch locker zum doppelten Preis kriegen. Ja, da habe ich dann die Möglichkeit, zwischen 10 verschiedenen Hölzern zu wählen. Ja, aber das muss ich dann halt auch mitbezahlen. Also was mir aufgefallen ist, viele reden über Brand. Das bedeutet also, es gibt ja hier Anbieter, die viel günstiger sind, aber die keinen Namen haben. Das ist interessant, ja. Die dann, ich sag mal, großen, riesen Schiffe und so weiter, dann rede ich mit denen, auch mit den Kunden und frage die, warum ist das so günstig? Dann sagen mir Besucher der Messe, ja, die sind noch nicht lange auf dem Markt, die kennt keiner. Da weiß man vielleicht auch nicht genau, was man kriegt, aber hier ist natürlich mit dem Brand der Wiederverkaufswert natürlich ein Thema. Also du sagst, dass die Schiffe teilweise, die 10 Jahre alt sind, teurer verkauft werden, als derjenige bezahlt hat von vor 10 Jahren, weil die Preise waren ja vor 10 Jahren noch ein gutes Stück günstiger, oder?
Ja, das ist, also ich sag mal, ein 10 Jahre altes Schiff nicht unbedingt, ja. Bei, sag mal, in alten Zeiten ohne die Inflation und diese großen Preissteigerungen konnte man so grob sagen, dass ich nach 10 Jahren die Hälfte des Wertes noch habe vom Schiff, wie ich es gekauft habe, ne, so als groben Anhaltspunkt. Und jetzt wollen wir ein bisschen weniger, das heißt also weniger Verlust. Genau, ne, durch diese Inflation jetzt, die wir jetzt natürlich haben, sieht es ein bisschen anders aus, weil wir haben massive Preissteigerungen im letzten Jahr gehabt. Es beruhigt sich gerade wieder zum Glück ein wenig. Aber gut, dadurch ist natürlich der Wertverlust von Leuten, die jetzt in den letzten 2-3 Jahren ihre Boote gekauft haben, deutlich geringer. Ja. Sehr schön, das ist ein gutes Zeichen, dieses Jahr zu kaufen, vielleicht nicht nächstes Jahr. Holzpreise sinken wieder, habe ich gelesen. Wenn man ganz kurz rausgeht, film mich noch einmal kurz rein. Also hier große Dusche ist hier mit drin. Ich habe eine Festtanktoilette hier mit drin, auch wieder hier in Zahaka. Das Naturstein, das ist wahrscheinlich auch dieses gleiche Material, ja, richtig, das gefräst werden kann. Ein Spiegel, der angesenkt ist. Und komm, wir gehen mal ein bisschen weiter, denn wir werden jetzt mal das Tempo ein bisschen erhöhen. Hier eine... Ja, eine schöne Kabine. Ja, das ist die mittlere Kabine. Das ist hier die mittlere Kabine, die wir haben. Wir können den mittleren Teil auch ausfüllen mit Polster. Das geht? Das geht, ja. Die Frage konnte mir keiner beantworten. Also es heißt, ich kann eine Liegewiese haben quasi, oder? Ist möglich, ja. Also wenn ich ein Kind habe in der Mitte oder ich liebe mich. Okay, verstanden. Genau. So, da sieht man auch, das sind viele Details, die ich hier habe. Auch hier wieder der Effekt, ich gehe rein und absolute Stille. Ja, das ist überall unter Deck hier so, ja. Ja, das kenne ich so nicht aus dem Reisemobil, weil du einfach da Materialien, die viel leichter sind. Ja. Hier hast du schwere Materialien, Echtfenster, Echtglas, alles sehr schwer. Dann Stauraum. Kurz mal gucken. Dann hier beledert hier oben. Das ist auch richtig schön. Und das ist wahrscheinlich die Klimaanlage hier drin. Hier kann ich regeln. Richtig, genau. Das ist genau der Ort, wo ich die Temperatur mir einstellen kann. So, und jedes, im Prinzip jede Kajüte hat auch ein eigenes Badezimmer, ja, immer. Richtig. Okay. So, und hier ist jeder Zentimeter genutzt, geht über Eck. Das ist wahrscheinlich Plexiglas, was drin ist? Genau, das ist Plexiglas. Sehr schön. Auch wieder eine Frage des Gewichts am Ende des Tages. Ja, verstehe. Sehr gut. Ich habe noch eine Frage, wenn das Boot schwerer ist, brauchst du denn per se mehr Sprit? Weil schon, oder? Ja, absolut richtig, ja. Also jede Tonne, die ich mehr wiege, braucht mehr Motorleistung, um das auf eine gewisse Geschwindigkeit zu bekommen. Das stimmt. Weil ich habe mal, ich kann mich daran erinnern, ich habe mal so ein Fahrgastschiff, habe ich mal bewegt mit einem kleinen Finger in der Schleuse. Also der Wasserwiderstand ist ja sehr gering. Ich konnte es tatsächlich bewegen. Ich habe es einfach weggedrückt mit einem kleinen Finger und es ging weg. Das ist ja der Riesenvorteil. Wenn es mal in Bewegung ist, dann brauchst du viel weniger Energie, oder? Absolut richtig. Einmal in Bewegung ist der Aufwand, ist in der Geschwindigkeit zu halten, natürlich viel geringer. Ist nur beim Beschleunigen. Der Windwiderstand spielt kaum eine Rolle, oder? Weil die sind sehr windschnittig, die ganzen Boote? Ja, bei den Geschwindigkeiten, jetzt speziell dieses Schiffs, spielt der Windwiderstand keine Rolle, was den Verbrauch angeht. Ja? Das ist richtig. Ja. Sandra, deine Meinung? Nee, ich habe den Schwingtisch gar nicht. Nee, deine Meinung hier zu der Kajüte? Finde ich sehr schick. Also auch sehr holzig, aber trotzdem gemütlich. Ich glaube. Ach, hier würde mich gern schminken. Ein bisschen tiefer, das kann man ja einstellen. Also wenn jetzt hier mal ein bisschen größer ist, dann wird es ein bisschen steiler. Da drüber noch Stauraum? Das ist wahrscheinlich auch noch, ja. So, und da hast du Stauraum, kannst du Unterwäsche und so weiter. Und jetzt kommt ein Highlight, muss man wirklich sagen, Notausgang? Genau, hier ist der Notausgang, ja. Im schlimmsten Falle, wenn der andere Weg versperrt ist, komme ich hier aus dem Schiff raus. Aber was ist der Albtraum? Brand? Ist das ein Albtraum? Ja, Brand ist sicherlich eins der problematischen Dinge an Bord, weil das kann einfach sehr gefährlich werden, wenn irgendein der Tank explodiert oder ähnliches. Das ist sicherlich der Albtraum. Ist das Diesel hier? Das heißt also, per se ist es ja kein Benzin. Also ich will alles. Nee, hier fahren wir mit Diesel, ja. Diesel, das heißt also explodieren nicht so schnell, aber du weißt ja selber, gut, wenn man drauf achtet, das ist wie im Reisemobil, klingt das alles so schlimm, im Regelfall passiert ja nichts. Also man hört nicht so viel über Schiffe, die dauernd explodieren, habe ich nicht so gehört, ja. Nein, es ist selten, aber es passiert schon mal. Es sind schon Schiffe abgebrannt, ja. Aber wir sind hier gut vorbereitet. Wir hatten ja vorhin eingangs im Motorraum gerade die Löschanlage. Kamera, wir haben Löschanlage. Man wird schon eher rechtzeitig gewarnt, sodass man das Schlimmste verhängern kann. So, und da ist ein Schrank drin, die sind schön gefertigt. Hier kommt der Fernseher rein an der Stelle? Genau, hier an der Stelle ist der Fernseher. Ja, Schrank war gerade offen, wenn du gerade noch mal kurz aufmachst. Alles ist beleuchtet innen. Ja.
haben wir. Also die Oberschränke auf alle Fälle und nicht überall. Hier haben wir noch einen kleinen Tresor zum Beispiel. Mhm. Okay. So, das heißt, ich bin jetzt hier drin. Auch hier habe ich Platz unterm Bett, nehme ich an, das ich noch nutzen kann. Und wow, viel Platz für, ich sag mal, das Schlimme ist jetzt, jetzt habe ich 10, 12 Schiffe. Der Wow-Effekt war am Anfang anders, muss ich sagen. Als ich hier rein bin, wow, das gibt's doch gar nicht, habe ich ganz anders moderiert. Mittlerweile muss ich sagen, man gewöhnt sich dran, das ist ein Haus auf der See, oder? Ja, kann man sagen. Also im Prinzip, ich habe genauso viel Technik, eigentlich sogar noch mehr teilweise als im Haus. Mhm. Ja, aber je nach Größe kann man sagen, ja, es ist wie ein Haus auf dem See. Das ist schon hier ein Haus. Kann ich mit dem Schiff ja auch auf der Mosel fahren, von der Höhe her? Oder ist das ein Problem? Auf der Mosel geht es auch noch, ja, reingeht. Irgendwann wird es schwierig, was die Brückendurchfahrtshöhe, und dann hängt natürlich sehr vom Wasserstand auf den jeweiligen. Ja, wenn es sehr hoch ist. Genau, das heißt aber meistens, weil ich habe an der Saar so ein Schiff noch nie gesehen, muss ich sagen. Die liegen wahrscheinlich immer an den großen Häfen in Ländern, die auch ein bisschen wärmer sind, oder? Ja, das ist also tendenziell ein Schiff dieser Größe, ist eigentlich was fürs Meer, ja. Mhm. Es gibt nicht allzu viele Flüsse, wo ich es benutzen sollte, kann. Einfach. Jetzt mal eine Frage. Jetzt bin ich in Hamburg. Du bist ja, kommst aus Hamburg. Ich, du weißt, ja. Immobilienpreise da. Und da ist auch ein Anbieter in Halle 13. Die bieten so Pontonflöße. Jetzt könnte ich ja auf die Idee kommen, ich habe einen tollen Liegeplatz mitten in Hamburg und wohne hier drin. Gibt es das schon mal? Absolut gibt es das, ja, ja. Also ich habe im Bekanntenkreis sogar Leute, die das machen, ja. Ja, dann habe ich eine tolle Immobilie, kann auch wegfahren, kann es auch lassen. Was zahlt man für so einen Liegeplatz? Zum Beispiel in Kroatien, was zahlt man dafür? Ungefähr? In Kroatien zahlen wir für einen Liegeplatz in der Größe hier um die, was waren das, 4.000 Euro ungefähr. Im Monat? Im Monat. Im Monat? Nein. Im, oh, Schock. Im Jahr. Ja, also rund 360 Euro im Monat. Ja, ist okay, ist fair. Ich finde das okay. Ja. Also ich kenne so Studentenbuden, die kosten ein bisschen mehr, wo man sagen muss. Und da ist jetzt ein Stromanschluss, kriege ich den mitgeliefert von denen? Das heißt, das wird extra abgerechnet. Ich habe einen Stromzähler? Ich habe Stromzähler, ich habe einen Wasserzähler. Ich habe ja im Prinzip eine komplette Verbindung dann zum Land, versorgt zu sein. Das Abpumpen der Vermieter, das ist möglich. Das heißt, das Grauwasser, darf ich das ableiten, das Grauwasser? Nee, das wird abgepumpt, oder? Naja, Grauwasser ist in dem Fall ja Dusche und Waschbecken und Spülmaschine und so. Das wird eigentlich in der Regel tatsächlich ins Wasser abgelassen. Mhm. Nur das Schwarzwasser der Toilette, das wird im Fäkalientank behalten. Das lässt man einfach nicht im Hafen ab. Auf hoher See denn? Das macht man dann auf hoher See, ja. Okay, verstehe. Ja, gegebenenfalls kann man auch natürlich das abpumpen lassen. So, und das ist übrigens ein Funfact hier, überall Magnete, dass die Türen ja nicht aufspringen. Das habe ich schon öfter gesehen. Ist das so, hier ist ein Magnet drin? Ja, der ist da oben. Ah, der ist da oben, okay. Das habe ich gesehen. So, wir geben Gas, denn heute werden wir kein Video mehr drehen, das letzte Video. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Aber du musst mir mal versprechen, eine Sache mir noch zu erklären. Ja. Was ist hier unter dieser Klappe? Ich mache sie einfach mal auf. Weil die wird gelüftet. Die animierte. Ja, hier ist der Zugang zum Beispiel zum Fäkalientank, zum Teile des Fäkalientanks, das läuft da durch. Bilgepumpe, hier haben wir den Warmwasserboiler, das lila Teil da. Mhm. Technik. Ja, sag mal, Wartung, Autowartung ist ja klar, Wohnmobilwartung ist klar. Mhm. Fahr ich damit in eine Wartung oder kann das jeder Hafen machen? Nein, der Hafen macht es nicht. Also wenn die Techniker da... Oder die kommen an Bord, kommen die zu mir oder fahre ich irgendwo hin? Also wir müssen unterscheiden. Also ich sage mal, der wichtigste Teil der Wartung ist die Maschine. Ja, das machen in der Regel halt zertifizierte Techniker für die jeweilige Marke. Ja, in diesem Fall MAN auf diesem Schiff, die das können. Da geht es ja auch um Thema Garantie und so weiter. Da müssen einfach die richtigen Leute ran. Die übrige Technik ist kein Hexenwerk. Das ist mehr oder weniger auf den meisten Schiffen ähnlich. Das können einfach geübte und gute Techniker machen. Also es kann zum Beispiel, ich sag mal, die Pumpe, die Druckwasserpumpe kann mal kaputt gehen. Ja. Es kann alles irgendwie kaputt gehen. Aber genau. Es ist eigentlich, dann bei dem Motor habe ich eine CAN-Bus-Steuerung wahrscheinlich. Da sehe ich den Ölstand. Ich kann von oben alles sehen. Da geht eine Warnlampe an. Also es ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Oder? Nee. Ich werde über die Systeme natürlich informiert schon, wo das Problem ist in der Regel.
manchmal muss man ein bisschen suchen, aber die entscheidenden Dinge, die sehe ich schon. Ne? Bevor wir gehen, ich würde dir gerne noch die Flybridge zeigen, weil das ist das Highlight dieses Schiffes. Da kommen wir jetzt hin. Also das ist, denn gerade eben stand jemand da, deswegen sind wir nicht gleich hochgegangen. Sag mal, ich nehme mit 6 Schlafplätze, korrekt? Hier drauf, hier könnte ja auch noch jemand nächtigen. In dieser Version haben wir 6 Schlafplätze. Die große Eignerkabine, die wir zuletzt eben unten gesehen haben, die kann ich auch zweiteilen, sodass ich da 2x2 Kabinen habe, also dann insgesamt 8 Schlafplätze. Im Grundriss, wenn ich das so bestelle. Genau. Okay, verstehe. So, jetzt geht's hoch und die Flybridge, das ist das Highlight. Da ist ein Deckel drauf, damit man auch nicht rauffällt. Und wenn es regnet, damit es nicht reinregnet, nehme ich an. Oder? Hier. Da hat der Kollege eben schon zugemacht. Zu Recht, oder? Hat er gut gemacht. Denn wir drehen tatsächlich nach Sendeschluss hier. 18 Uhr, 19 Uhr gleich. Und ich muss sagen, ich bin das allererste Mal, ich war schon mal auf der Boot. Aber so habe ich die Boot noch nie erlebt, von total netten Leuten. Ihr seid nicht hochnäsig, ihr seid super lieb, weil man denkt man hier, da komme ich mit den, ich sag mal, Louis Vuitton-Täschchen hier rein. Das ist nicht so. Also es gibt die und die. Es gibt alle, oder? Ist wie im normalen Leben. Das ist wie im richtigen Leben. Gibt alle Sonne und Sonne. Sorry. Ja, also was ich hier eigentlich toll finde, das ist schon eine Besonderheit. Das ist für diese Bootsgröße eine extrem große Flybridge. Wo ich kann mich an einen Tag erinnern bei einer Auslieferung, wo wir hier mit 30 Gästen oben waren. Und es ist gar kein Problem, hier wirklich eine schöne kleine Party zu feiern oder einfach nett beim zusammen zu sein. Also die Leute haben mir erzählt, es gibt eine Beschränkung, glaube ich, für die Stützen, haben die mir erzählt. Deswegen gab es ein Boot, wo wir heute gedreht haben, da durften nur N Leute drauf, ein kleineres Boot. Weil die gesagt haben, irgendwann ist das nicht mehr safe, wo es da ist. Aber hier, ich sag mal, das Boot geht jetzt nicht unter, wenn 30 Leute hier drauf gehen, oder? Nein, sowieso nicht, nein. Okay, das heißt, dürfen auch mehr wie 6, 8 Leute drauf? Ja, also im Hafen ja. Es gibt aber schon Regelungen auf See, wie viele Leute drauf dürfen, ja. So, hier oben ist ein Cabrio-Verdeck quasi? Genau, hier haben wir Cabrio-Verdeck, dass ich mich vor Sonne oder Regen schützen kann. So, und hier vorne noch ein Steuerstand, der da ist. Also der ist hier dupliziert. Ist der immer da dupliziert bei dem Schiff? Der ist dupliziert, also bei Schiffen mit Flybridge ist das grundsätzlich so, ja, weil die Flybridge oben eigentlich... Die beste Aussicht bietet für die Steuerung. Ja, absolut. Ja, ne? Okay. Das ist schon toll hier. Ne? So, aber warum die Flybridge braucht, glaube ich, das brauchen wir nicht erwähnen, weil du siehst ja von dem Schiff, es fühlt sich an, als würdest du fliegen, oder? Ja, ein bisschen. Seegang, spürt man den noch bei der Größe hier? Seegang ist auch eine gute Frage. Seegang, da habe ich einen heutzutage Technik, die es gibt, sogenannten Gyro. Ja, das heißt also eine ganz extrem schwere Kugel, die sich mit extrem hoher Geschwindigkeit dreht und im Prinzip die Bewegung des Schiffes auf dem Wasser ausgleicht. Ja, also auch ohne Fahrt, vor Anker zum Beispiel. Das ist hier drin. Das ist hier auch eingebaut und das ist ein Extra, das wirklich teuer ist. Ja? Da reden wir nur von dieser Option von ca. 230.000 Euro. Ich habe ja gerade einen Gimbal und das ist der Grund, warum auch hier im Moment gerade alles so stabil ist. Da ist der gleiche Kompass mit drin, der hält es gerade. Das heißt also, es kann irgendwas passieren, das Schiff bleibt gerade. Und das kann man nicht so einfach nachrüsten, nehme ich an, oder? Also es grundsätzlich ist schon möglich, aber weil das ein sehr großes Gerät ist, es gibt unterschiedliche Hersteller, ist es schon gut, das frühzeitig einzubauen. Alles Nachträgliches ist es nicht so leicht. So, da sind wir ja schon beim Thema Beratung. Wir gehen gleich nochmal auf die Punkte ein, hier auf dem Flydeck. Hier kann es natürlich nass werden. Wasser schadet dem Schiff ja hier oben gar nicht. Dafür ist es gebaut. Überall sind Abflüsse drin. Die Beratung ist ja ganz wichtig. Also es gibt ja unglaublich viele Optionen. Wenn du mal versuchst, hast einen Mercedes-Benz LKW zu konfigurieren, viel Spaß. Das kriege ich nicht hin, obwohl ich da wirklich schon lange dran bin. Da sollte man zum Profi gehen, denn irgendwas zu vergessen ist schlecht und er weist die Leute schon darauf hin, oder? Absolut, ja, das ist halt unser Job, erstmal rauszubekommen, wie soll das Boot benutzt werden, was möchte man machen, was ist einem wichtig. Und bei der Vielzahl der Optionen, ja, ist genau das der Grund, warum wir wirklich genau nachfragen und die Dinge erklären, ob es für den Eigner wichtig ist oder nicht. Ja gut, das hat ja ein bisschen was mit Geld zu tun teilweise, wenn er sagt, hier komm, brauche ich nicht unbedingt.
Ja, hier sieht man sehr schön ein kleines Detail. Was ist ja, das hier? Hier ist der Platz. Also bei diesem Schiff hier habe ich die Möglichkeit, noch einen Kran zu installieren, ja, der bis zu 400 Kilo heben kann. Spielzeuge. Genau, Wasserspielzeuge, klassisch. Ja, Wasserski zum Beispiel. Der hebt das an. Ich habe das schon gefilmt. Ja. Das ist ein kleiner Kran, ganz, ganz dezent, sieht man gar nicht, weiß. Genau, mit Teleskop. Kommt wahrscheinlich aus Italien irgendwo. Dann hebt er diese Spielzeuge quasi an und auch das macht Sinn. Und du hast mir erzählt, diese Plattform, die unten ist, die kann man runtersenken. Kann man die stark absenken? Die kann ich, was, wie meinst du stark? Also bis unter Wasser, ja, ja. Ist das ein Meter oder ungefähr? Sogar noch mehr, 1,50 Meter würde ich sagen. Ne? Guck mal, du siehst hier an der Seite diese fünf Fächer da. Mhm. Das wird dann zur Treppe, wenn sie ganz abgelassen ist. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Das heißt, du kannst... Die geht dann gerade so runter. Genau, richtig. Ne? Die geht gerade runter und das ist dann, ich sag mal, eine normal steile Treppe am Ende. Das ist ja stark. Also wir reden ja jetzt nicht über hier jetzt diese High-End-Luxus-Besitzer, die ich jetzt hier habe, sondern das sind ja teilweise ganz normale Leute wie du und ich, die das hier als Haus benutzen. Und wenn du da mal richtig rechnest, du hast ein Haus, du kannst an jeden Ort der Welt fahren. Klar, ich zahle die Liegegebühr, aber ich kann mich nach Kroatien, ich kann mir meinen Wunschort aussuchen, kann Reisen machen und so weiter, habe noch einen Werterhalt. Das kommt ja auch noch mit hinzu. Das ist ja nicht so, ich kaufe mir das, da ist nichts mehr wert, sondern... Das ist so. Ich kann es verchartern, wenn ich will. Das machen auch viele, oder? Ja, absolut. Also diese Kombination aus Charter und Eigennutzung ist gerade interessant, wenn man sagt, Mensch, ich habe gar nicht so viel Zeit im Jahr, nur 3-4 Wochen, manchmal ein bisschen mehr. Aber der Rest der Zeit soll die Yacht nicht nur rumliegen und nicht benutzt werden. Dann kann ich sie verchartern, habe die laufenden Kosten, kann ich mindestens reinbekommen. Wenn ich ganz viel verchartere, ja, dann habe ich sogar die Möglichkeit... einen Ertrag noch zu generieren. Genau. Ja. Hier vorne sieht man sehr schön, das ist jetzt eine Außenküche, sowas hat man ja auch zu Hause. Also ist jetzt kein übermäßiger Luxus, sowas habe ich sogar selber zu Hause. Gut, ist ein Weber-Grill, der hier steht, aber das muss ja alles auch, ich sag mal, seewasserfest sein, das muss fest eingebaut sein. Das ist der Grund, warum es alles so integriert ist, gell? Genau, ist richtig. Ne? Wir haben hier natürlich, es muss alles seebeständig sein und robust, sage ich mal. Die Kollegen, geht mal kurz, hebt das mal an. Das haben wir schon rausbekommen, wenn man es anhebt, kann man sehen. Ein Grill. Hier ist ein Kühlschrank. Ein Eiswürfelzubereiter gibt es auch auf Wunsch? Den selbstverständlich, ja. Der ist da und hier unten hast du die Kühlschränke drin, oder? Ja, hier habe ich jetzt noch Stauflächen. Hier ist gerade der Eismaker. Echt, der ist dabei. Das finde ich cool. Ja, ja. Weil gerade wenn es warm ist, oder? Ja, gerade hier oben auf diesem Boot, das ist also hier diese Wet Bar, nennen wir sie, auf den Schiffen, ist gerade so konzipiert, dass ich mit dem Gesicht zu meinen Gästen oder Freunden stehen kann. Ja, das ist oft auf vielen Booten aktuell, wenn man mal so guckt. Stehe ich im Prinzip mit den Rücken zu den Leuten. Und also ich zeige das mal gerade. Wir beide können ja mal hier Platz nehmen. Die Sandra wäre normal die Bediente, muss ich sagen. Aber wir ändern das mal ganz kurz. Den Tisch kannst du öffnen. Dann hast du einen riesen Tisch. Hier können locker mal 6-8 Leute schon mal dran sitzen, plus Stühle, ja, richtig? Ja, richtig. Also mit 10 Leuten saßen wir an diesem Tisch schon dran. Das war übrigens bei Beneteau bei einer tollen Präsentation von der Werft für einen neuen Eigner. Sind wir toll bedient worden. Noch in der Werkshalle haben wir hier Häppchen und Sekt oder Champagner bekommen. Und das war toll. Das ist natürlich... Der Kühlschrank leer, sonst würde ich euch was anbieten. Ja, ja, das ist kein Problem. Aber hier sieht man, das sind zweckmäßige Dinge, die wir hier haben. Das hier darf nass werden, das Polster, feucht? Ja, dieses Polster ist speziell eben für den maritimen Einsatz gedacht. Es hat oben eine angenehme Struktur, dass ich nicht bei Hitze festklebe, aber auch, dass keine Feuchtigkeit reingehen kann. Das ist also sehr dick gummiert unterhalb dieses Stoffes, sodass nichts in den Schaumkern rein eindringen kann. Schimmel ist das große Thema. Also das wird hier nicht passieren. Dann ist auch so, die sind ja voll wintertauglich. Also wenn ich jetzt in Hamburg liege, das ist kein Thema. Haben die jetzt eine Isolierung, eine Dämmung, diese Schiffe? Also dieses Schiff hat schon eine gewisse Dämmung, ja, das ist richtig. Es kommt immer von Schiff zu Schiff an. Dieses hat es ja. Also sehr schön. Ja, wirklich überwintern, ja. Okay, ich brauche also jetzt keinen 5000 Liter Heizöltank, damit ich da durchheizen kann. Wie wird denn meistens geheizt? Ist das denn, wenn ich an Bord fest dran stehe, mit Strom? Heiz ich mit Strom?
Also es kommt ein bisschen auf die Temperaturen an, ja, also während des, sage ich mal, späten Frühlings und frühen Herbstes, so in der und Sommer natürlich, da heize ich, wenn, meistens mit der Klimaanlage, ja, die Klimaanlage hat auch eine Umkehrfunktion. Wärmetauscher, ja. Richtig, ne, genau, das heißt, dass ich eben einfach dann die Wärme dort generiere, ja. Ich kann zusätzlich noch Heizsysteme hier auch haben. Ja, man hat das ja eingebaut. Das heißt, ich kann mit der Klimaanlage auch heizen. Habe ich schon probiert, dank der Wärmepumpe, die da ist. Aber da gibt es immer wieder neuere Systeme. Solar spielt keine Rolle, glaube ich, weil du hast ja gar keinen Platz für Solarpanels hier auf so einem Boot, oder? Bei diesem Boot haben wir begrenzt Möglichkeiten. Jetzt hier oben zum Beispiel auf dem T-Top hätten wir schon einige gute Fläche, was zu machen. Da kann man so 1-2 kW kriegt man vielleicht unter, wenn ja, man da ein bisschen... Geht schon ein bisschen mehr. Ne? Schon ein bisschen mehr. Aber das ist ja wesentlich. Also wenn ich stehe, habe hier zum Beispiel im Süden 3 kW, da brauche ich fast gar keinen Anschluss mehr. Es sei denn, die Klimaanlage läuft immer, oder? Genau. Klimaanlage braucht natürlich extrem viel Strom. Da muss ich einfach ein anderes Bootskonzept haben. Es gibt solche Boote auch, ja, die das schon können. Aber es ist dann eben ein anderes Konzept. Ja, das geht jetzt mit diesen Booten nicht. Ich habe letzte Frage noch, dann bist du erlöst. Ich habe gehört von einem Konzept mit besonders oder mit Booten, die mit Biosprit fahren. Hast du davon gehört? Also dass es kommt, da hat einer gesagt, hier haben wir ein Boot, das fährt mit praktisch erneuerbaren Spritarten oder so, irgendwas haben damit geworben, das ist kein Thema. Dann gibt's auch Elektroboote, habe ich jetzt gesehen, aber ich glaube hier bei der Tonnage und so weiter, im Moment gibt's ja keine Alternative, oder? Na, in der Größe ist die Auswahl noch sehr gering. Also es ist tatsächlich ein Trend. Also auch Beneteau ist auf diesem Trend und hat innerhalb der Gruppe haben wir Boote, die schon voll elektrisch fahren. Sehen wir sogar hier in der Halle, wo wir sind. Das ist ein Thema. Es wird sich auch immer weiterentwickeln. Wir sind aber noch in der Bootsindustrie am Anfang dabei. So, dann zeig mal bitte dein Namensschild, dann filme ich es einmal kurz ab für alle Leute, die sagen wollen, ich will aber hier zu Frank Simons, die sind ja viele Fans. Simonis, bitte. Simonis. So, ich nehme alles zurück. BM Yachting ist dein Unternehmen? Nee, für BM Yachting arbeite ich jetzt während dieser Messe. Ja, ich bin, man kann sagen, als Freelancer tätig. Ich habe die Möglichkeit, meinen Kunden in ganz Europa die Boote, ihren Bootstraum zu ermöglichen. Achso, du fährst zu deinen Kunden auch schon mal hin? Selbstverständlich, ja, ja. Also meine Kunden, das sind in der Regel deutsche Kunden, die betreue ich am Mittelmeer, genauso wie an der Ostsee oder der Nordsee. So, wir sind fertig. Man könnte jetzt noch 5000 andere Sachen sehen. Das ist der gleiche Steuerstand wie drüben. Die Sitze kann ich von der Höhe verändern? Die Sitze kann ich in der Höhe verändern und auch von vorne nach hinten verschieben. Ja, richtig. So, und das ist es da. Das Wichtigste ist mit drin. Guckt alle Videos von der Boot. Es lohnt sich, hierher zu kommen. Auch, liebe Familien, wenn ihr kein Boot kaufen könnt, bringt eure Kinder mit, begeistert sie für den Sportboot, ich sag mal für das Sportboot-Hobby, weil es ist ja schon begeisternd und es ist eigentlich ein Must-Have. Jahrelang war jetzt nichts mehr. Ich schalte aber jetzt die Kamera ab, weil das hier tue ich mir jetzt nicht an mit der laufenden Kamera. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss, Sandra Capella. Achso, abonniert German Television, ganz, ganz wichtig. Drückt auf die Abo-Taste, nur so könnt ihr diese Videos generieren. Und Frank, ich danke dir ganz herzlich. Heute haben wir den 24. Januar und dass du noch nach Geschäftsschluss, ich weiß, der Messetag ist hart. Ja, hast du noch Termine jetzt? Heute habe ich tatsächlich keine Termine mehr. Ich freue mich jetzt gleich aufs Essen. Und ja, auch toll, dass ihr uns besucht habt, dass wir euch das Boot mal zeigen konnten hier. Und das war okay für dich, das Format? Also das alles mal ein bisschen zeigen, mal so über ein paar Details reden? Absolut, das macht mir Spaß. Gerne zeige ich dir auch die anderen Boote, wenn du noch Zeit hast. Ja. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, das machen wir nicht. Vielen Dank fürs Einschalten am Stand von Beneteau, einem wirklich großen Anbieter aus Frankreich. Gebaut werden sie auch in Frankreich? Die meisten dieser Boote werden, die wir hier sehen, alle in Frankreich, ja. Ich danke dir. Tschüss.